Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland hat mit seiner Relativierung der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland eine Welle der Empörung ausgelöst. Nun distanzieren sich sogar Mitglieder aus der eigenen Partei von Gauland. Uwe Witt, der für die AfD im Bundestag sitzt, schrieb auf Twitter: Der größte Massenmörder Deutschlands, Hitler, ist beileibe kein Vogelschiss. Als Politiker der AfD entschuldige ich mich bei allen jüdischen Mitbürgern und den Opfern des Naziregimes, sowie deren Familien, für diese unglaubliche Bagatellisierung durch unseren Parteivorsitzenden. Anführungszeichen Georg Restle, Leiter und Moderator des Politmagazins Monitor im ersten deutschen Fernsehen, fordert unterdessen auf Twitter: Wer Hitler und die Nationalsozialisten und damit auch den Holocaust zum Vogelschiss innerhalb tausend Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte erklärt, hat künftig in Talkshows und Nachrichtensendungen nichts mehr verloren, mindestens das. Anführungszeichen Gauland hatte am Samstag beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative im thüringischen Seebach für Entsetzen gesorgt. Hier sagte Hitler, und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über tausend Jahren erfolgreicher deutscher GSCHICHT.